Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 12. Januar. Ich grüße Sie ganz herzlich und hoffe, Sie haben den gestrigen Handel gut überstanden. Da gab es ja einiges an Action. Zugegebenermaßen hat sich der Euro gegenüber dem US-Dollar ja dann doch noch einem positiven Tagesabschluss zugewandt. Das hängt natürlich dann aber oder hing vielmehr dann mit den Aussagen vom Donald Trump zusammen und den entsprechenden ja, Aktivitäten, Aktionen, Äußerungen, die er dann eben hier verlautbarte. Dazu wollen wir gar nicht so viel sagen. Letztlich profitierte davon der Euro. Der Dollar geriet hierbei unter Druck. Der Goldpreis konnte ebenso davon profitieren. Gerade eben auch vor dem Hintergrund, dass das alles sehr protektionistisch wirkt, was er denn da so plant. Aber dazu liest man ja auch heute genug in den Medien. Deswegen wollen wir uns hier einfach mal den Goldpreis direkt anschauen, der sich hier sehr, sehr schön an einen damaligen Fahrplan gehalten hat, den wir hier auch im JFD-Devisenradar skizziert haben. Hier am 5.1. praktisch mit dem Ausbruch. Ich zeige Ihnen den Chart von damals direkt nochmal. Hier mit dem Ausbruch, mit dem Comeback über die Marke von 1165 Dollar je Feinunze. Das hier ist der Wochenchart gewesen. An diesem Tag eben zur Analyse erhob sich der Goldpreis hier nach oben und triggerte sozusagen, wie man das in dieser Fachsprache so schön nennt, ein Kaufsignal, welches sich hier auch hier unmittelbar weiter auswirkte. Wir gehen mal kurz dazu in den aktuellen Goldchart. Und das Ziellevel, so jetzt müssen wir mal kurz auf ein kleines Reload warten, das Ziellevel von 1200 wurde, wie gesagt, just erreicht. Das ist der damalige Chart. Chance-Risikotechnisch hervorragend. Das Widerstandslevel im Bereich 1210 liegt jetzt unmittelbar voraus und da wird es eben spannend. Da dürfen wir jetzt mal beobachten, was der Goldpreis im Weiteren tut. Wir hatten gestern beim JFD-Devisenradar-Webinar, immer mittwochs von 15 bis 16 Uhr, hier ein Szenario mal skizziert beim Goldpreis, welches hier zunächst mit dem Chance-Risiko-Verhältnis in Adaption einen Einstieg vorsah, eben vor der Trump-Geschichte, nach dem Motto, okay, wenn wir hier auf dem aktuellen Weg noch auf ein Long-Szenario spekulieren, aber die Trump-Gefahr schwebte eben hier im Raum, wo, wie dann positionieren, da wäre eben die Idee gewesen, den Stop hier unter das Tief der Freitagskerze der vergangenen Woche zu setzen, um eben dann auf den Test der 1200, 1210 zu spekulieren. Chance-Risiko-Verhältnis technisch aber uninteressant und deswegen updaten wir den Chart jetzt mal dahingehend, dass wir, und das sehen Sie hier an diesem blauen Pfeil, hier ein mögliches Short-Szenario jetzt auch nochmal als Idee aufgezeichnet hatten und jetzt wird es eben spannend, was der Goldpreis macht, wenn er sich hier noch in Richtung 1210 erhebt. Denn dieses Level, und das scrolle ich mich gerne mal raus, ist hier durchaus als signifikant einzuschätzen. Denn hier in den Beginn des Jahres 2016, März speziell und dann hier auch nochmal im Mai, hat das Währungspaar sozusagen hier einen schönen Boden gebildet, eine Unterstützung, die dann auch hier zur World of Trading direkt am 18., 19.11. hatten wir das auch live auf unserem Stand, den wir ja diesjährig auf der World of Trading hatten, der sehr gut besucht wurde. Das Feedback war wunderbar. Sehr, sehr schöne Action am Stand. Hatten wir hier eine Live-Analyse vom Goldpreis durchgeführt, die hier einen möglichen Rebound von diesem Unterstützungslevel vorsah. Oder aber natürlich, wenn die 1200 durchbrochen werden würde, und das geschah am 23.11. dann sehr konkret mit dieser Ausverkaufskerze, dass es dann eben hier durchaus weiter gen Süden gehen konnte. Dann hat sich der Goldpreis hier in diesem Abwärtstrendkanal sehr, sehr kontinuierlich bewegt, jetzt hier eben nach oben den Rebound gestartet und genau in diesem Bereich ist jetzt eben hier ein schönes Level vorzufinden. Das ehemalige Unterstützungslevel formierte sich nunmehr zu einem Widerstand oder formiert sich zu einem Widerstand. Jetzt darf man mal gespannt beobachten, was der Goldpreis macht, wenn er in dieses Level läuft. Wir haben hier mal von dieser Trump-Kerze ausgehend, wobei mir das gar nicht so gefällt, aber das war wie gesagt das Tageshoch, jetzt die Möglichkeit mal mit den Fibo-Levels zu arbeiten. Fibonacci hier insofern zweckdienlich, um gewisse Korrekturwege einzufangen, Proportionen, Verhältnisse hier im Gleichmaß der Natur sozusagen. Und da sehen wir, dass wir hier das 38er Fibonacci-Level bereits touchieren und hier diese Widerstandszone 1210 bis 1230 etwa hier, ist das 50er Retracement, sich sozusagen in diesem Bereich wiederfindet. Und das erlaubt unter Umständen ein Short-Engagement hier in dieser Zone. Wer denn davon ausgeht, dass der Goldpreis jetzt wieder mal ein Stift, sage ich schon, ein Stück Luft weit gewinnen will auf der Südseite, der könnte sich hier engagieren mit einem Stop oberhalb von 1230 Dollar etwa, um dann eben zu sagen, okay, wenn der Goldpreis hier wirklich seine derzeitige Rallye-Bewegung etwas ausbremst,
Dann könnte man hier in diesem Bereich schön auf einen Rücksetzer spekulieren. Das wäre dann praktisch ein Szenario, was hier einen kurzen Touchdown vielleicht über 1210 sogar vorsieht. Und dann muss man mal die Situation bewerten, wie es weitergeht. Grundsätzlich die Annahme, dass der Goldpreis rein technisch sowas vollziehen könnte. Aber wir sehen auch, saisonal haben wir, und das zeige ich Ihnen gern, einen sehr, sehr starken bullischen Bias. Da ist er. Beim Goldpreis bis in den Februar hinein. Und das könnte natürlich auch dafür sprechen, dass wir jetzt hier weiter nach oben ziehen. Und wenn er sich eben hier über 1210 festigt, ohne einen Rebound zu vollziehen, dann kann das hier auch sehr, sehr gerade oberhalb von 1230 sehr, sehr dynamisch weitergehen. Und dann hätte der Goldpreis natürlich eine schöne Ausgangslage, um dann auch hier diese Abwärtstrendlinie, hier das Niveau 1280 und dergleichen zu attackieren. Das wäre auf jeden Fall eine Idee, wenn der bullische Grundton weiter aufrechterhalten bleibt. Wie gesagt, politisch gesehen, wir haben in der nächsten Woche auch hier den offiziellen Amtsantritt. Da könnte sich auch einiges ergeben in Sachen Action am 20. Januar. Das darf man dann auch nochmal gespannt beobachten. Aber grundsätzlich der Goldpreis hier jetzt mit positivem Rückenwind, das muss man ganz klar so sehen. Und wenn er sich über 1210 festigt und jetzt sozusagen keinen Umkehrstab, wie jetzt zum Beispiel einen Shooting Star ausbildet oder Bearish Engulfing unter Candlestick-Gesichtspunkten, dann könnte es hier auch durchaus weiter nach oben gehen. Und das will ich eben auch hier keinesfalls ausschließen. Der Goldpreis also auf jeden Fall interessant, bietet in Kürze durchaus zweierlei Trading-Chancen. Einerseits eben hier jetzt gegen den kurzfristigen Aufwärtstrend, aber übergeordnet im Trendmodus dann auf einen fallenden Goldpreis zu spekulieren im Sinne des Widerstandsbereichs oder eben hier der Durchbruch und die klare Fortschreibung der jüngsten Aufwärtsbewegung seit Ende Dezember, Anfang Januar speziell. Also Goldpreis auf jeden Fall im Auge behalten. Was ich heute noch als Schmankerl dabei habe, und dann möchte ich auch ein bisschen wieder auf die Statistiken eingehen, und zwar den Forex Bull. Wir haben ja den Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen auch in der Headline. Und da haben wir heute ein sehr, sehr schönes bärisches Pattern, was allerdings schon Fahrt aufgenommen hat. Ich zeige es Ihnen mal hier. Ja, Schweizer Franken Yen, heute bearisches Tendenzchen, hoch hier 113,88 und dann aber das theoretische Tief hier gute 100 Pips tiefer, entspricht einem Abschlag von 0,5. Hier haben wir sogar zwei Pattern, wobei natürlich das Pattern mit der höchsten Account-Häufigkeit hier am wichtigsten ist. Aber wenn sich zwei bärische Pattern summieren, ist das schon mal nicht schlecht. Und wir sehen hier in diesem rechten Chart den Stundenintervall des Währungspaares, und da sehen wir auch, das heutige Hoch lag hier so relativ genau in diesem Bereich, 113,88, 113,70 etwa. Das war im Prinzip das prognostizierte Hoch, und seitdem ging es ja aus der Asia-Session heraus hier gen Süden. Und das Tief, wie gesagt, sieht der statistische Auswerter sozusagen, der Forex Bull, hier im Bereich bei 112,88, 112,89 Tief sozusagen für den Tag. Der Close dann allerdings wieder ein Stück weit höher. Aber warum ist der Chart interessant? Weil gerade mit Blick hier auf den Tageschart rechts oben sehen wir sehr schön, dass wir hier bei diesem Währungspaar an einem interessanten Punkt stehen und sich hier möglicherweise eine Korrekturbewegung andeutet, die sich fortsetzen könnte, die sich eben wirklich fortsetzen könnte, ausbauen könnte. Und davon muss man ausgehen. Es bietet sich hier die Chance, auch unter saisonalen Gesichtspunkten gelegentliche Rücksetzer vielleicht sogar zu verkaufen, da es dann hier bis in den Februar hinein abwärts gehen könnte. Deswegen Schweizer Franken Yen auf jeden Fall mal mit in die Beschau nehmen. Wenn es ein neues Verlaufstief hier auf Tagesbasis gibt, könnte man sogar schon direkt auf ein Short-Engagement, jetzt habe ich es, spekulieren. Ansonsten hier diesen Horizontalwiderstandsbereich mit dem heutigen Hoch hier möglicherweise als Pullback-Level ansehen, was erlaubt, hier einen Short-Trade im Sinne einer Pullback-Bewegung zu eröffnen. Stop wäre dann hier auch sehr schön setzbar über die letzten Verlaufshochs. Und natürlich aufgrund der steilen Bewegung seit November hätte man dann auch erheblichen Spielraum auf der Südseite, wenn der Markt denn hier dieses Level auch anstrebt. So, machen wir da mal eine Widerstandszone draus. Das wäre ein Pullback-Level. Und gehen wir mal hier unter Fibonacci-Gesichtspunkten auf das September-Tief. Da sehen wir, dass wir hier auch im Sinne der Proportionen einiges an Potenzial haben, was das Währungspaar abarbeiten könnte. Also wenn es Rückläufe gibt, heute wie gesagt ist der statistische Ablauf schon relativ gut erfolgt, aber es bleibt unterhalb von 113,85 etwa ein sehr, sehr schönes Short-Level, was hier wie gesagt den Schweizer Franken unter Druck bringen
bringen könnte und sozusagen hier für eine fallende Tendenz spricht. Sieht ganz gut aus, bietet auch unter Chance-Risiko-Verhältnis-Gesichtspunkten eine sehr, sehr schöne Ausgangsbasis. Man muss natürlich sehen, ob auch hier der Yen dann entsprechend wieder auftrumpft. Könnte aber passieren, wenn so ein Stück weit der Risk-Off-Modus wieder Einzug hält. Also, das zur heutigen Beschau. Ich sage danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen hier an dieser Stelle einen erfolgreichen Handelstag, wenn Sie mögen. Morgen gibt es das Webinar zur FTSE-Vektorlogik, eben dem, was ich Ihnen hier gezeigt habe. Und natürlich dann auch morgen wieder das JFT-Devisenradar. In diesem Sinne, einen schönen Handelstag, erfolgreich vor allem. Und vergessen Sie nie, den richtigen Broker auszuwählen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.